Hallo liebe Amerika-Entdeckungsbissoundtracker und willkommen zu dem Video, wo ich inständig hoffe, dass ihr nicht hört, dass ein Nachbar ein paar Häuser weiter angefangen hat, einen Baum zu fällen und ich nicht darum herumkomme, dass die ganze Zeit im Hintergrund eine Kettensäge läuft. Ich hoffe halt, die Kamera hört das einfach nicht auf ihrem Mikro und dann ist gut. Wir werden sehen. Wenn ihr übrigens den Einstieg von wegen Soundtracker und so weiter verstanden habt, habe ich schlechte Nachrichten für euch. Ihr seid alt. Mindestens alt genug, um den Anfang der 90er mitbekommen zu haben. Aber ja, es ist Lego Ninjago Nummer 99. Wir sind ein Heft vor der 100. Da bin ich mal gespannt, schon jetzt aufs nächste Mal, ob es eine große Jubiläumsgeschichte gibt. Neben dem Extra, das beiliegt, das habe ich schon gesehen, das sieht gut aus, kommen wir am Ende zu. Aber erstmal die 99. Wie uns der Lloyd hier ganz klar mit seinem Blick verrät. Ja, der Jay aber auch. So sieht das ganze Heft aus. Wir haben eine seltene limitierte Karte von Golddrachen Zane für die aktuelle Ninjago Sammelkartenspiel-Serie. Der hat heftige Werte. Also, okay, die beiden nicht, aber hier 110, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, natürlich Rätsel-Comics-Spiele. Ansonsten, beim Comic sind wir uns jetzt komplett hinter Overlord. Definitiv, also nach dem Abschluss von Crystallized, und die Story geht so ein bisschen dahin, dass die Ninja jetzt halt versuchen, wie sie ihre Elementarkräfte zurückbekommen können. Natürlich geht es darum, ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass Ninjago mit Overlord aufhört. Nein, nein, die haben jetzt vielleicht ihre Elementarkräfte verloren. Spoiler übrigens. Das heißt ja nur, dass sie die irgendwie wiederbekommen werden. Wir wissen doch, wie das funktioniert. Insofern, ja, es geht natürlich weiter. Und wir haben zwei Poster. Ach, Moment. Dass das in der Mitte mittig ist, kann ich ja mal zeigen. Wir haben Ninja Go! Natürlich haben wir Ninja. Nia in der Samurai X-Rüstung. Interessant. Und ansonsten alle sehr, sehr goldig, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis auf Lloyd, der hat keine goldene Maske gekriegt. Der ist auf dem Budget und darf deswegen nur goldene Arme bekommen, aber keine goldene Maske. Frag mich nicht. Hat vielleicht was mit dieser Geschichte hier zu tun. Mach mich nicht wütend. Das andere Poster, wir haben einen Oni-Lloyd. Will das Heft uns eigentlich trollen? Die haben uns einen Oni-Lloyd vor zwei Heften ohne die Maske gegeben und zeigen uns seitdem in jedem Heft, wie er korrekt aussehen müsste. Ich glaube, die wollen uns trollen. Okay. Dann sollen sie mal weiter versuchen, uns zu trollen. Wir lassen uns nicht trollen, sondern schauen in die Beilage. Vangelis, und um das vom Einstieg aufzulösen, Vangelis war eine Band, die hat den Soundtrack gemacht zum Film 1492 Conquest of Paradise, Eroberung des Paradieses, glaube ich, hieß der tatsächlich auch auf Deutsch. Und das war 1992 zum 500-jährigen Jubiläum der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Und der Film war entsprechend auch, ja, dann eine Geschichte um Kolumbus Seefahrt und wie er in Amerika angekommen ist. Wir wissen inzwischen, andere haben Amerika vor ihm entdeckt, aber in den 90ern war das noch populär und war ein großer Blockbuster. Der größte, glaube ich, bevor dann Jurassic Park kam, in den 90ern. Ein Jahr später. Ja, schlechte Nachrichten, Jurassic Park ist auch schon 30 Jahre alt. Aber, nee, und die Band war Vangelis. Das Ding, Instrumentalstück, ist komplett durch die Popkultur gelaufen. Aber das interessiert niemand von euch. Euch interessiert Ninjago, dieser Vangelis hier. Und ich bin überzeugt, das ist einfach dieselbe Person. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die damals ausgesehen haben. Kurz unser Größenvergleich, die Maske von Vangelis. Wir haben viele, viele Buchstaben und Zeichen und knutschende Wale und keine traurigen Zwiebeln, aber die Setnummer 892303. Und ein Ratschgeräusch, hört mal. Ratschgeräusch. Und dann fallen Teile raus, Körperteile. Wie in seiner Tüte, die einem ein echter Ninja schickt. So, schauen wir doch mal, bauen wir doch mal. Erstmal Beine und Körper, das ist doch mal eine Bedruckung. Die Beine, schöner Panzer mit vielen Details. Von den Füßen, Hüfte, Beine, alles schön. Natürlich nicht von der Seite und von hinten. Das wäre vielleicht zu viel verlangt, aber so ist es schon mal schön. Der Körper, ihr seht auch hier, schöner Panzer, Schuppenpanzerung, bisschen Kristall da. Der Gürtel an der Seite natürlich keine weitere Bedruckung. Das hat, glaube ich, Lego noch nie gemacht, außer auf den Armen, aber die sind auch unbedruckt. Aber hinten auch noch ein bisschen Panzerung, Gürtel, alles klar. Ist eine schöne, detaillierte Bedruckung.
Schön gemacht. Das Helle ist, glaube ich, hier, das ist ein bisschen Staub gewesen. Der kam wahrscheinlich von meinem Tisch, hoffentlich nicht aus der Tüte. Wenn die in der Tüte verstauben, haben wir ein seltsames Phänomen. Wir haben einen schwarzen, unbedruckten Kopf als Kopf. Okay, ich meine, kann man brauchen. Kann man gebrauchen, ist halt ein bisschen enttäuschend, dass kein Gesicht da ist. Aber ich muss ohnehin vorher noch seine Flügel dran machen. So, das Schulterding hier in Kristall. Sehr schön. Und dann natürlich, nee, Moment, so rum. Dann natürlich die Clips und die Flügel. So, jetzt kann ich Kopf draufsetzen. Wie gesagt, er hat keinerlei Gesichtsausdruck. Das ist ein komplett unbedruckter schwarzer Kopf. Er hat halt nur diese Maske und das ist eigentlich ein nettes Teil. Ne, der Hut mit der eingebauten Maske. Gut, dadurch ist er ein bisschen weniger vielfältig verwendbar, als wenn die Maske einzeln kommen würde. Aber dadurch ist halt auch die Form etwas freier. Hier muss man sich halt keine Sorgen machen, dass es irgendwie nicht am Kopf halten würde. Und dann Hammern. Unser Vangelis, schöne Figur, schön bedruckt. Gut, hiervon sieht man jetzt natürlich nicht mehr viel. Nette Flügel, nicht so groß wie für die Golddrachen, aber das sollen sie auch nicht sein. Er ist schließlich kein Golddrache. Sind die jetzt ja doch einigermaßen gleich. Ja, schöne Figur. Keine so riesigen wie zuletzt. Er kriegt noch sein Schwert hier in transparent, in Dildo Pink. Da sagt man, dass es dieselbe Farbe hat wie Dildo und schon will das nicht in die Hand nehmen. Passt natürlich zu Crystallized und so weiter. Ja, das ist im Grunde schon, was ich dazu sagen kann. Ich habe schon mehr als 7 Minuten geredet, insofern habe ich definitiv genug gesagt. Es ist eine schöne Figur. Schade, dass er nur eine normale Waffe bei hat und nicht irgendwas übertrieben Bescheuertes, aber gut, dafür hat er Flügel. Dafür hat er Flügel und die Figur selbst ist schön. Nee, ist schon in Ordnung. Übrigens ist das Heft, apropos schöne Figur und Wertigkeit und so weiter, wieder zum ursprünglichen Preis zurückgekehrt. Wir sind nicht mehr bei 6 Euro, wir sind wieder bei Deutschland 4,99, Österreich 5,50 und in der Schweiz 9,90 Franken, wie das vorher war. Der Preis ist also wieder zurückgegangen, nicht so hoch geblieben, wie am Anfang war. Das ist erfreulich. Einfach erfreulich, gut so. Und dann haben wir jetzt noch den Blick in die Zukunft. Und der Blick in die Zukunft gibt uns unseren noch fehlenden Golddrachen-Ninja. Cole als Golddrache kommt dabei. Der hat auch eine nett gebaute Waffe, wie es aussieht. Und genau, Jubiläumsausgabe Nummer 100. Ich bin gespannt, was die noch machen. Gut, es gibt offenbar ein Gewinnspiel. Das ist schon mal nice. Es gibt eine Oni-Leut-Sammelkarte und ich bin mal gespannt, ob die sich noch was ausdenken. Ich bin auch mal gespannt, weil es eben so eine Sonderausgabe ist, ob die beim normalen Preis bleiben oder dann mal wieder hochgehen, weil sie sagen, hey Jubiläum, wir packen euch extra was dazu, aber dafür muss ich ja auch wieder einen Euro drauflegen. Werden wir sehen. Wann werden wir es sehen? Wir werden es am 21. März sehen, wenn das Datum nicht wieder verschoben wird. Das war bei diesem Heft ja so. Das ist kurzerhand von Dienstag auf Freitag verschoben worden und war halt im letzten Heft nicht so angekündigt. Deswegen gibt es das Video auch erst heute. Das Heft gab es einfach vorher noch nicht im Handel. Ich glaube, die Abonnenten hatten es vorher schon bekommen, aber im normalen Handel halt nicht. Ansonsten geht es bei den Heften weiter schon morgen mit Lego Star Wars. Es sei denn, das wird auch verschoben. Werden wir morgen sehen. Bis dahin und viel Spaß beim Bauen.